Hallo zusammen, in diesem Video erfahrt ihr alles zum Poco F4. Poco hat das Poco F4 zusammen mit dem Poco X4 GT vorgestellt. Nach dem großen Hype um das Poco F4 aus dem letzten Jahr waren die Erwartungen an das Poco F4 sehr hoch. Ab 399,90 UVP ist das Smartphone erhältlich und damit bewegt es sich in einem sehr hart umkämpften Preissegment. Das Poco F4 kommt im kantigen Design mit flacher Rückseite, flachem Bildschirm und flachem Rahmen. Durch den 90-Grad-Winkel zwischen Rahmen, Rückseite und Bildschirm liegt das Smartphone nicht angenehm in der Hand. Die Kanten spürt man immer wieder bei der normalen Nutzung. Von der Verarbeitung her gibt es aber nichts zu meckern. Und auch wenn die Rückseite und der Rahmen aus Kunststoff ist, fühlt sich das Smartphone wertig an. Das Poco F4 ist 7,7 mm dick und wiegt 195 Gramm. Das kantige Design sorgt hier für ein sehr dünnes Smartphone, auch wenn das nicht zu einer besseren Handhabung beiträgt. Im Rahmen finden wir dann auch die Dual-Lautsprecher, die einen ordentlichen Klang aufweisen können. Auch der Fingerabdrucksensor befindet sich im Rahmen und teilt sich das Dasein mit dem Power-Button. Das Smartphone bekommt man mit diesem Sensor zwar zuverlässig entsperrt, aber das Entsperren geht etwas langsam. Das absolute Highlight im Test zum Poco F4 war das Display. Es ist ein 6,67 Zoll großes AMOLED mit einer Full HD Plus Auflösung und 120 Hz Bildwiederholungsrate. Das Punch-Hole für die Frontkamera fällt hier besonders klein aus und auch die Ränder des flachen Bildschirms fallen kaum auf, nur das Kinn ist ein klein wenig dicker als der Rest. Der Bildschirm sieht bei Farben, Schwarzwerten und Blickwinkeln AMOLED-typisch gut aus. Was dieses Display aber außerdem noch auszeichnet, ist die maximale Helligkeit. Hier sind bis zu 1300 Nits möglich und so kann man auch an den sonnigen Tagen die Inhalte auf dem Bildschirm noch gut erkennen. Als Software kommt Android 12 mit MIUI 13 und dem Poco Launcher zum Einsatz. Wer MIUI bzw. den Poco Launcher gewöhnt ist, wird sich hier auf Anhieb zu Hause fühlen. Für ein flüssig laufendes System ist hier der Qualcomm Snapdragon 870 verantwortlich. Mit diesem Prozessor laufen alle Alltags-Apps problemlos und auch aufwendige Aufgaben meistert das Poco F4 gut. Es stehen dann je nach Variante 6 oder 8 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB UFS 3.1 interner Speicher zur Verfügung. Auch wenn es nicht mehr der neueste Prozessor ist, kann er noch sehr gut mithalten. Das zeigen dann auch die Benchmark-Werte und so erreicht der Snapdragon beim Geekbench 984 Punkte im Single-Core und 3179 Punkte im Multicore-Score. Der PC Mark Performance-Test gab dem Poco F4 eine Punktzahl von 11.802 Punkten. In Sachen Konnektivität muss man hier auch keine Abstriche machen. Es steht Dual 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC und ein Infrarotblaster zur Verfügung. Da es sich hier eher um ein dünnes Smartphone handelt, ist der Akku auch etwas kleiner. Der 4500 mAh große Akku kann dann mit 67 Watt wieder aufgeladen werden. Trotz des scheinbar etwas kleinen Akkus kommt man mit dem Poco F4 gut durch einen Tag, was auch der PC-Markt Battery Test mit 13 Stunden und 13 Minuten untermauert. Mehr als ein Tag dürfte aber für die meisten Nutzer nicht möglich sein. Kabelloses Laden steht leider nicht zur Verfügung. Das Kamerasetup könnte man als durchschnittlich bezeichnen. Als Selfie-Kamera kommt ein 20-Megapixel-Sensor zum Einsatz und auf der Rückseite ist eine 64-Megapixel-Hauptkamera, eine 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera und eine 2-Megapixel-Makrokamera verbaut. Die Fotos der Selfie-Kamera können überzeugen. Die Standard-Selfies sehen gut aus, nur der Porträtmodus wirft einige Fehler an der Kante des Cutouts. Videos können in 1080p aufgenommen werden. Die Fotos der Hauptkamera sind noch einmal ein Stück besser und können sowohl bei den normalen Fotos als auch bei den Porträt- und Nachtmodus-Fotos überzeugen. Die 4K-Videos sind leider dafür nicht zu gebrauchen. Die Fotos der Ultraweitwinkelkamera treffen zwar die Farben, aber es fehlt an Details. Und über Details braucht man bei der 2-Megapixel-Makrokamera erst gar nicht reden, denn diese sucht man hier vergebens. Insgesamt ist das ein Kamerasetup, welches man in vielen Smartphones in diesem Preisbereich findet. Das Poco F4 bringt hier nichts mit, um sich von der Masse abzuheben. Dank des hervorragenden Bildschirms kann das Poco F4 in diesem Preissegment trotzdem glänzen. Was Materialien, Leistung, Akku und Kameras angeht, bekommt man hier eher ein durchschnittliches 400-Euro-Smartphone. Die kleine Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher gibt es für 399,90 € und die Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher gibt es für 449,90 €. Hier lohnt sich der Schritt zur größeren Speichervariante, mit der man etwas zukunftssicherer unterwegs ist. So, jetzt wisst ihr alles Wichtige zum Poco F4. Habe ich irgendwas vergessen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, falls ihr noch mein ausführliches Review zum Poco F4 sehen wollt, schaut auf dem YouTube-Kanal von Verklickt vorbei. Und all das hier könnt ihr wie gewohnt auf verklickt.de nachlesen.